Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal und heute sammeln wir die Hexenzwiebel. Ich bin hier auch an einer Stelle, ihr seht es überall, sie ist ganz heiß begehrt. Richtig, oh, was ist das? Oh mein Gott, ein wildes Intu. Ja, Leute, heute werden wir Bärloch Pesto machen. Kommt mit, und das ist mein Kanal. Oh, stimmt, hast recht. Leute, und denkt daran, wenn ihr Bärloch im Wald sammelt, dann bitte nur so viel, wie ihr auch wirklich braucht, nur für euren eigenen Bedarf, nicht übertreiben, denn er steht natürlich unter Naturschutz. Schaut mal, ein kleiner Bärlauchbusch. Wie cool ist das denn? Ja, Leute, wir pflücken jetzt kurz, dann geht's zur schönen Küche und dann werden wir das vorbereiten. Da nehme ich jetzt ein paar mit. Zack, zack, zack. Aber jetzt geht's erstmal zur Küche. Ja, Leute, dann werden wir einmal ganz kurz schnell Schnibbel, Schnibbel machen. Einmal so hier schön durch. Ah, das mache ich wieder mit Zeitraffer. Dann habt ihr das viel schneller fertig. Ich glaube, ich mache das so. Und dann schnibbel ich das. Packe ich die alle hier so hier hin. Ah, Leute, ne? Macht ihr bitte keine Mühe, das richtig zu schneiden, weil das werden wir ja gleich schön pürieren mit den ganzen schönen anderen Sachen, weil so reicht das auf jeden Fall. Ich zeige euch das mal kurz, ne? So grob könnt ihr das schneiden, das passt schon so. Ja, und dann, ihr kennt das, ne? Nüsse sind auch sehr wichtig dabei. So, ja, ich mache einfach mal alle rein. Das sind ungefähr jetzt noch so 100 Gramm gewesen. Ja. In der Zwischenzeit, wenn die Walnüsse schön, sage ich mal, angeröstet werden, packen wir einfach mal hier einen schönen Bärlauch rein. Upp. Oh, guck mal, der ist jetzt schon voll. Ja, so viel müsst ihr gar nicht pflücken, aber wie ihr Bock habt, ne, ich werde ein bisschen vorproduzieren. So, ja, dann mixe ich das erstmal mit Öl. Zeig euch mal, wie viel Öl ich da reinpacke, dann wisst ihr ungefähr, wie viel ihr braucht. Es muss auf jeden Fall viel sein. So, vielleicht wir gucken mal. Am Ende kann man das ja immer anpassen mit den Nüssen und ja, dann haben wir bald ein vegan Parmesan. Vegan Pesto ist eigentlich schon cool. Ja, ich mixe das erstmal, ich spare euch das mal und zeige euch das, wie es fertig ist. Die Walnüsse sind schon mal fertig, die werden jetzt erstmal zum fertigen Pesto rein gemacht und dann, Leute, haben wir, glaube ich, ist bald fertig schon. Dann kommen schon die Nüsse mal rein. Ich packe jetzt einfach alle rein. Ich mag das eh ein bisschen mehr nussiger. Ja, guckt, das ist halt kein Hexenwerk, ne? Das wird jetzt nochmal püriert, Leute. Und dann haben wir halt einfach schon unser veganer Pesto. Achso, warte mal. Ganz kurz. Ihr könnt auch Salz reinpacken. Ich packe jetzt hier ein bisschen Salz rein. Zack. Und das passt schon. Ne? Ich muss ja mal scharf machen für euch. So sieht es schon mal aus. Ja, Leute, dann packe ich das jetzt mal hier schön in ein Glas rein. Und ihr könnt das halt gut nutzen für, ganz klar, Pesto, ne, mit Nudeln schön. Oder mit einem wunderschönen Brot könnt ihr das schön raufschmieren. Und das ist wirklich viel geworden. Heftig. Ja, Leute, wenn das euch gefallen hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Liked und genießt diesen leckeren Geschmack. Nussigen Knoblauch, Bärlauch, salziges. Masse. Keine Ahnung, aber ich liebe es. Jetzt habe ich wirklich eigentlich mal so viel genug, weil ich habe immer ganz wenig. Und jetzt habe ich mal ein ganzes schönes Glas. Haut rein. Tschüssi.